So, hallihallo liebe Leute. Heute gibt es eine Runde mit meiner M44 AT von ungefähr einer Woche. Von vor ungefähr einer Woche. Und zwar habe ich da den Panzermeisterschützen, also das Panzerass. Panzermeisterschützen, was anderes. Panzerass bekommen. Ich benutze hier die XVM-Mod ohne Statistiken, weil ich das einfach nicht haben will. Also ihr seht es hier mit den Clan-Symbolen. Ich benutze Multi Maps Math Mod, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sowohl für AT Sicht als auch normal. Ja. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wohin ich fahre. Ich kann hier nicht steuern, deswegen kann ich einfach erzählen. Ihr seht also ganz genau, was ich gemacht habe, wie ich geschaut habe und so weiter. Du musst allerdings ein kleines Disclaimer anbringen: Ich werde am Ende geflamed, dass ich ein Hacker wäre. Wobei ich einfach sagen muss, die Gegner waren ziemlich dämlich, die sind nämlich immer stehen geblieben, dass ich schön einziehen konnte und sie erwischen konnte. Ich hatte aber auch eine ziemlich geile Position, muss ich sagen, für eine M44. Also für eine AT mit relativ großer Reichweite und guten Schwenkbereich ist man da, glaube ich, richtig gut aufgehoben. Ja, ich bin am Ende Top-Schadensdealer, um es mal vorwegzunehmen. Und habe sogar eine Medaille bekommen, die ich noch nicht kannte. Da werde ich wahrscheinlich am Ende irgendwie einen Screenshot mal einblenden, wo dann zu sehen ist, was ich da alles bekommen habe. Ja, das ist hier. Ich kann auch dann noch das. Das wieder ein Replay. Ich kann das Replay auch noch verlinken. Müsste ich eigentlich hinkriegen. Zum Beispiel sowas hier. Die steht da und steht da und steht da und steht da. Das ist da ein Jagdpanzer 4 und steht da und steht da und ich kann komplett einzielen und verschwindet und tot. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Wie gesagt, die Gegner sind da ziemlich dämlich. Waren schon die ersten 600 Schaden glatt. Also ich gebe mir jetzt, habe mir jetzt ziemlich Mühe gegeben, wie gesagt, da irgendwo eine Position zu finden, wo normalerweise nicht so direkt eine AT steht, dass ich auch mal irgendwo hinschießen kann, wo nicht direkt eine AT normalerweise hinschießt. Aber ich, ja doch, den habe ich sogar auch getroffen. Ja, also ihr seht's. Ich mache hier ordentlich Party mit meiner AT, sozusagen. Ich versuche halt immer so ein bisschen die Seiten auszuhelfen, die gerade nicht ganz so stark, beziehungsweise die gerade zu kämpfen haben. Ja. Ich glaube irgendwie. Ja. Ein paar Steuerungsbefehle überspringen. Es hat nicht ganz aufgezeigt, wie ich gesteuert habe. Deswegen ruckelt es hier so quer über die Map. Tut mir leid, dass es dann so ein bisschen ruckelig ist. Das liegt halt daran, dass es nicht ganz glatt geglättet aufgezeichnet hat, was ich da gemacht habe. Ja. Wie gesagt, das war so meine beste Runde M44. Ich überlege gerade, was ich drauf hatte. Ich glaube, auf jeden Fall einen Ansatz da drauf. Ich hatte einen Tarnas drauf, wie man unten sieht. Und ich glaube, ich hatte noch was Drittes drauf. Ich überlege gerade, ob ich noch ein. Also, ich hatte auf jeden Fall auch schon 100% Crew. Ich habe irgendwie bei 150% oder sowas insgesamt. Deswegen bin ich gerade etwas am Überlegen. Da habe ich mich gedreht, weil ich sozusagen unten und oben gleichzeitig im Bereich haben wollte. Um dann darauf zu wirken. Aber der fährt er gerade weg. In dem Moment, wo ich halt schieße. Ja, unser IS-2, der macht es glaube ich noch richtig gut dort. Der hat glaube ich am Ende den zweiten meisten Schaden angerichtet. Das war ein ziemlich entspannter. Warum der hier überlebt, warum ich bloß 180 Schaden mache, ist mir nicht so ganz klar. Ich habe 700 Alpha-Schaden mit dem Ding. Das ist schon nie so ganz ohne, wenn man jetzt 700 Alpha-Schaden dort rumgurkt. Auf dem oberen Bereich seht ihr, dass da Tiger und IS bisschen, naja. Ja, genau, da war es, dass unser FV von dem AL gejagt wird. Ich warte gerade drauf, dass jetzt der Off-Deck, genau. Und dass ich ihm einen reinzwirbeln kann. Und mache halt auch weg. Wie gesagt, ich bin so ein Arty-Spieler, ich versuche da bisschen aufzupassen auf meine Leute, dass ich denen helfen kann. Dass sie nicht einfach umgeholzt werden. Soweit ich kann. Was war ich eigentlich gerade auf den zwei. Auf den T20 schießen, weil ich komme hinter diesem kleinen Hügel dort. Aber der fährt ständig hin und her. Ist voll nervig.
Ah ne, da habe ich sogar getroffen. 650 Schaden, stimmt. Aber trotzdem fährt er ziemlich viel hin und her dann, nach dem einen Treffen, den ich hier gelandet habe. Was nie so wahnsinnig super ist. Na, wie gesagt, ich hab ja gesehen, wo ich da hingefahren bin am Anfang. Die Position ist für eine Arti mit großem Schwenkbereich echt schön, weil du kannst die halbe Map abdecken, ohne dich großartig drehen zu müssen. Beziehungsweise kannst du eigentlich überall hinschießen, allerdings mitdrehen dann. Na komm, jetzt fahrt rum und macht ihn weg. Oder ich mach's halt. Da steht noch E25. Dann haben wir hier den T20, der ist noch mit dem IS rumbalgt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Leben hat denn der. Ja. 400, glaube ich, hat er noch knapp. Könnte der IS auch mit einem Schuss wegmachen, wenn er trifft. 54, naja, das wird knapp. Und dort treffe ich wahrscheinlich gerade. Ich glaube, ich versuche sogar immer, ja, ob ich mit Splash-Schaden treffe, aber da treffe ich auf die linke Seite. Da habe ich versucht, mit Splash-Schaden ein bisschen Schaden zu machen an dem Ding, aber habe es nicht so richtig getroffen. War mir auch nicht sicher, ob hier der IS nicht vielleicht AFK ist, weil er halt gar nicht reagiert auf Beschuss oder so, weil sich gar nicht mehr bewegt. Jetzt erst wieder. Macht er was? Stimmt, habe ich nochmal versucht. Das war knapp. Mit so einem Schuss. Und da habe ich mir eingesehen, dass ich den da nicht treffe zwischen den Dingern. Ich könnte versuchen, den T25-2 halt wegzuholen. Den treffe ich nämlich deutlich besser. Und den mache ich auch weg. So, der IS ist mittlerweile gestorben und jetzt habe ich hier keinen Cover mehr. Jetzt habe ich hier keine Variante mehr, mich vor den Gegnern zu schützen. Aber hier habe ich gesehen, dass hier oben noch ein M4 war, ein M41. Und habe ein bisschen reingezoomt und da sehe ich einen Baum fallen. Solltet ihr nicht machen. Ganz schlechte Idee, wenn der Gegner eine aufmerksame Arti hat. Weil dann dachte ich mir, der wird er wohl durch drei gestellt haben, damit er dort unten hinschießen kann. Jupp. Hat er gemacht. Und da fängt er an, mich zu flamen. Dass ich hacken würde und cheaten und sowas. Und da habe ich mir die Zeit dann mal genommen, zurückzuschreiben. Wie gesagt, das war einfach nur, er hat einen Baum umgeschmissen. Dumme Idee. Und der T20, anstatt auf die Arti-Jagd zu gehen, fängt er halt an zurückzufahren. Bei 12 zu 9. Was nie so ganz super ist für ihn. Nie so hilfreich für seine Gesundheit, weil da habe ich ihn getroffen auf jeden Fall. Allerdings hat er es noch überlebt. Die gegnerische FV hat unsere FV noch weggemacht. Die steht nämlich auch noch irgendwo da rechts hinten. Die gegnerische FV. Zusammen mit dem Nashorn da oben. Also es ist wirklich eine Runde, wo ich fast jeden Schuss treffe. Was relativ selten vorkommt, weil die... Das finde ich auch geil. You are reported for banned. Warum auch immer, ich bin reported, weil ich gebannt wurde. Das ergibt keinen Sinn. Also, da habe ich glaube ich auch später noch geschrieben, dass das Englisch viel besser ausdrücken soll. Und irgendwo ist noch die komische FV. Buy for Band Noobs. Also, ich muss einfach sagen, der Noob ist hier leider er. Er hat nämlich den Baum umgeschmissen. Hätte es nicht gemacht, hätte ich nicht gewusst, wo er ist. Oder wo er hingefahren ist. Hier war ich, glaube ich, schon mit Schreiben beschäftigt, weil, wie gesagt, ich hatte schon den T29, den wir eigentlich noch haben, den habe ich nicht mehr drauf gehabt. Ja, das war eigentlich dann sozusagen vorbei. Aber ihr habt ja gesehen, ein bisschen Schaden habe ich sozusagen unsichtbar gemacht. Also ich bin jetzt mit 2900 Schaden rausgegangen und habe eine Gore-Medaille bekommen. Das werde ich jetzt auch noch einblenden. War eine geile Runde. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.